Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory zusammen mit Hawk. Hallo. Und mir, Dr. Wolfsherz, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, in dieser Folge machen wir mal zwei andere Sachen. Wir haben ja hier die Motorenproduktion, die muss da rüber an den Bus, weil die lagern wir bisher hier nur in so einem kleinen Container, der übrigens auch schon voll ist. Das heißt, das kann erstmal alles rausgefahren werden. Irgendwie hier raus, da rüber und dann da hinten noch dran, kein Problem. Und dann wollen wir auch beginnen mit der Produktion, mit der automatisierten Produktion von schweren modularen Rahmen, denn das wird allerhöchste Zeit. Das haben wir sehr, sehr lange jetzt schleifen lassen. Mhm. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch noch, was ich hier machen wollte. Ah ja, jetzt fällt es dir wieder ein, sehr schön. Wir wollten doch hier den zweiten Miner hinsetzen. Ja genau, irgendwas war da, genau, ja. Ja, der Hawk muss da hinten noch den zweiten Miner anschließen. Denn wir haben, glaube ich, zu wenig Eisen. Erz, ne? Oder so? Ja, irgendwie hatte das nicht gepasst, was wir da irgendwie angeschlossen haben. Oder ich weiß es auch nicht mehr. Ja, irgendwas, was du da gemacht hast, hat nicht funktioniert. Das ist natürlich... Das, wen so. Wundert das? Ja. Aber wo hatten wir nochmal den Hub hingestellt? Da oben war das, ne? Ja, der ist oben auf dem Lagergebäude. So, wie kriege ich das denn jetzt darüber? Ey, wie mache ich das denn bloß? Da komme ich natürlich nicht mit an. Ich glaube, ich behelfe mich hier mit einer kleinen Notlösung, die so ein bisschen gemogelt ist. Ja, ich muss jetzt die Sachen irgendwie hier rüberbringen. Und ich mache mir so eine kleine Brücke hier, wo ich so ein paar Stelzen draufstelle. Und dann kommen wir da irgendwie ums Eck. Irgendwie. Okay. Ja, machst du schon? Ja, ich finde schon einen Weg. Irgendwie. So, da machen wir einfach so eine Wand ran. Und dann müssen wir jetzt von dem ausgehend. Ein rechts. So. Und wir gehen hier auf Höhe 2. Dann. Nein! Oh. Ich dachte schon, ich stürze in den Tod. So, ja, wäre nicht das erste Mal. Nee, wäre nicht das erste Mal, das stimmt. Ach Gott, das sieht ja schrecklich aus. Ja, egal. Funktion über Design jetzt in dem Moment. Und jetzt stürze ich in den Tod. Nein, ich lebe noch. Was denn jetzt? Schalte ich doch mal. Echt? Jetzt ist doch egal was. Hauptsache, du machst irgendwas. Stirb doch endlich mal. Oh, du bist so charmant. Ich weiß. So. Warum bist du ja mein... Nicht euer Ernst. Okay, nochmal. So. Ja, der Doc ist gerade so doof für das Spiel. Ich glaube, ich habe es jetzt wieder gefixt hier. So. Super. Jetzt dürfte da ordentlich an Eisen gleich ankommen. Ja, dann ist ja wenigstens eine Sache, die klappt. Ich bin hier leider so blöd runtergefallen, dass ich wieder komplett hoch muss. Muss ich noch eine Sache, und zwar die Katheriumbarren wieder zurückführen. Das mache ich jetzt genauso wie hier. Ja. So, jetzt kommen wir an dem Fenster raus. Hätte ich mal das andere genommen. Egal. So. Echt? Hättest du mal. Ja, hätte ich mal. Hätte ich überhaupt mal einen Plan, das wäre ja schon... So, aber das ist, wie gesagt, alles gemogelt hier. Eigentlich ist das doof. Sieht kacke aus. Ja, da geht's mir gerade genauso. Aber ist egal, es ist jetzt... Vielleicht finden wir später noch eine bessere Lösung dafür. Wir kommen hier rüber... Wahrscheinlich ist das wieder so wie bei der Stahlproduktion. Ach, da finden wir später eine Lösung für. Und dafür auch. Und dafür auch. Und irgendwann sieht er total beknackt aus. Und ja. Dann, lass mal alles nochmal umbauen. Ja, ist aber, ne, ist doch in Ordnung. Also kann man doch alles machen. Ja. So, jetzt haben wir die Verbindung darüber. Das heißt, ich kann die Stützen schon mal abreißen. Das ist jetzt gemogelt, ne? Da mache ich mir jetzt hier die Mechanik zunutze, dass man die Stützen einfach abreißen kann und den Bändern nichts passiert. Das kann weg. Ich
alles weg. Hat er das halt angeschlossen oder hat er das nicht? So, okay. Jetzt mache ich das letzte Stück hier noch nicht, weil sonst rauschen die Motoren los. Ich mache mal die Lampe an und wir gehen runter und schließen an. Und wir wollen an Bus Nummer 1, Anschluss Nummer 8. Der ist frei. Das heißt, wir kommen von da oben, müssen ums Eck. Oh, hier ist natürlich nicht viel Platz. Zur Verdeutlichung, wir müssen da an den Anschluss dran. Das heißt, ich lege die Bänder mal rückwärts. Was ist das denn für ein Mist? Ich muss hier in der Schmelze selber. Ja. Da haben wir doch diese, ja, wie soll ich sagen, die Tunnel, ja, diese Röhren gemacht, wo wir die Lifte drin haben, ne? Ja. So, das Problem ist, ich muss die Lifte, die da drin sind, fürs Katerium komplett neu setzen. Warum denn das? Weil der irgendwie das nicht schnallert, wenn ich da jetzt einen neuen dran setze, dann rafft er das nicht und dann funktioniert das irgendwie alle nicht. Okay, also, ja. Also einen neuen Lift ans alte System dran packe, weißt du, wie ich meine? Ja, nö. Ist nicht schlimm. Aber du kriegst das hin, oder? Also. Ja, ich glaube schon. Bin jetzt oben. Na, hier war doch gerade hier, ne? Hätte nicht genügend Fahrer. So Leute, ich glaube, ich mogel hier ein bisschen. Oder soll ich es einfach mit dem Lift machen? Das geht natürlich auch, ne? Angemalt ist es schon. Ist angemalt? Ja, manchmal drücke ich wie bekloppt auf die Farbpistole. Weil ich die ja benutze, man kann damit so schön Sachen zeigen, ne? Mit der Farbpistole. Ach so. Werden ja Sachen, leider nicht Bänder, aber so Sachen werden hervorgehoben hier. Und da, ah, die in meiner und so, dann kannst du das schön zeigen alles. So, wir gehen erstmal da ums Eck. Oh Gott, sieht das scheiße aus, ey. Ja, das kannst du nicht machen, das sieht ja echt unmöglich aus. Warum ist das so schlecht? Warum haben die da nichts anderes? So, jetzt bist du dann eigentlich wieder Lippen. Nee, das mache ich so nicht. Das kann ich nicht mit meinem ästhetischen Anspruch vereinbaren. Wir werden das anders machen. Und zwar fahren wir hier einmal ums Eck. So, dann will ich mal nach draußen alles mal checken. Oh, jetzt geht das da nicht. Oh nein, das geht nicht. Es klappt gerade nicht so, wie ich möchte.
Ethereum fließt rein. Und Barren kommen raus. So. Ja, also Schmelze dürfte eigentlich komplett wieder richtig produzieren. Okay, wenigstens eine Erfolgsmeldung schon mal. Sehr gut. Ja, sieht alles töfte aus, ja. So, da oben muss ich jetzt irgendwie dran. Mogel mir eine Brücke hin. Was? Du mogelst dir eine Brücke? Mhm. So, füllt sich hier alles, das sieht gut aus. Ja, doch, ich kümmere zu dir, weil ich glaube, ich bin hier jetzt soweit durch. Okay. Boah, egal was ich mache, es sieht einfach nur scheiße aus. Also tut mir echt leid, dass ich das sagen muss, aber das ist... Wo rennst du denn gerade rum? Im Lager oder? Nee. Ich mach doch die Motoren jetzt. So, wir kommen da aus dem... Wir nehmen das andere Fenster. Wir kommen aus dem Fenster raus. Dorthin. Boah, sieht das angefahren hier aus. Ja, es weiß, ne? es ist noch nicht, es ist noch nicht final, ne? Ist klar. Nee, ich meine vom Lager das. Okay. Wo bist du? Ah! Machst du einen Abflug? Ja, bin aus Band gesprungen. Nein. Oh Gott. So. So, was ist denn hier Phase? Ja, noch ist gar nichts Phase, das ist ja das Problem, aber es kommt jetzt. So, da müssen wir dran. Wofür ist das andere Bann? Hm? Das war der erste Versuch, den kannst du als gescheitert betrachten. Wir gehen jetzt da dran. Jetzt kann der ganze Turm da weg. Achso, hast du gemacht, damit du auf die gleiche Ebene kommst, also auf gleiche Raster, ne? Genau. Ja, ist es nicht ganz das gleiche Raster. Dankeschön. Lässt du mich noch einen Moment stehen? So, jetzt müssen wir da dran. Hier runter. Auf diese Höhe. Achso, und dann fährst du das dann auf dem Bus. Ah, genau. Alles klar, ich verstehe. Und da soll jetzt die Motoren dran, oder was? So ist es. Also willst du da erstmal den Container hier leer laufen lassen, ne? Genau. Ja, dann schließe ich den schon mal an. Kannst du jetzt machen, ja. Kommt. Jawohl, da kommen die Motoren. Ich mache direkt eine Notiz auf meinem Zettel. 1,8 ist Motor. So, wir werden auch gleich prüfen, in welches Lager die laufen. Damit wir den Kram auch wieder finden. Jo. Mal gucken, wo sie laufen. Da kommen sie, also auf der linken Seite auf jeden Fall. Und dann laufen sie dorthin. Und das ist... Ja, das ist der zweite links. Der zweite unten. Okay. Das hätten wir.
wenn der Container leer ist, dann können wir das da oben halt noch ein bisschen schöner anschließen. Aber dann sind die Motoren auf jeden Fall schon einmal im Lager. Wow. Also ich habe den Eindruck, dass wir so langsam so ein bisschen Lag bekommen. Dass Lag? Das Spiel so ein bisschen unperformant wird. Oder ist das nur ein Eindruck? Ruckelt es bei dir manchmal so ein bisschen? Nö, also Ruckler habe ich jetzt so an sich nicht. Das Einzige, was ich extrem habe, ist, dass die Klamotten zum Beispiel auf den Laufbändern, auf den Förderbändern, dass mir die nicht mehr so ganz richtig angezeigt werden manchmal. Okay, aber nur aus größerer Entfernung, oder? Nö, auch schon, wenn ich direkt davor stehe. Also. Oh, das ist natürlich... Das ist, aber ein ist Ding. Jetzt nicht, das ist jetzt nicht schlimm, also es ist jetzt nicht nervig oder so, also... Das ist halt, wie soll ich dir das erklären? Scheiße. Bei manchen Übergangsstellen zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Laufbänder aneinander schließe, ja. Dann habe ich ja im Prinzip in der Mitte halt diesen Übergang. Ja, genau. Und da sieht es dann manchmal ein bisschen komisch aus, wenn das dann da drüber fährt und ja. Beim Lift vorne habe ich da irgendwie auch einen kleinen, ja, Grafikfehler, also halt, ne, ist jetzt nichts Wildes. Ja, verstehe schon. Aber da kann ich dich beruhigen, das habe ich auch. Also bei Übergangsstellen ja. Ist das manchmal so, dass die Waren so ineinander verschoben werden manchmal. Ja, genau, dass sie irgendwie so eins geht rein und das andere steht dann noch und ja, dann genau. Fährt das andere irgendwie weiter, also ganz komisch. Ja, das ist bei den schnellen Bändern jetzt aber auch fast schon gar nicht mehr zu sehen, ja. dass da sowas passiert. Okay. Ja, ansonsten nichts eigentlich. Gut. Also, die Motoren laufen, der Container müsste jetzt auch fast leer sein. Ja, ist er, ja. Ist er? Ja, guck. Jetzt ist er leer. Das heißt, das kann weg und wir gehen von da direkt an den Anschluss. Wieso hast du ein Doppelfenster machen? Ja, ich wollte eigentlich an den gleich, weil das hübscher dann aussieht, weil wir dann, genau, weil wir da gerade dran kommen. Genau. So, das sieht natürlich doof aus, weil wir hier keine Stützen mehr haben, ne? Ja, das ist Absicht. Das ist für mich jetzt auch wirklich, das ist eigentlich nicht final so. Aber es ist halt in der Mangelung einer besseren Lösung. Im Moment das Einzige, was mir praktisch dazu einfällt. So, okay. Jetzt fangen wir an mit den modularen Rahmen. Das heißt, wir prüfen erstmal, was wir brauchen. Dann machen wir einen Produktionsstandort aus. Ich glaube, wir hatten hier die zweite Etage gedacht, ne? Hier oben drüber, ja. Hm? Meine auch. Genau, wir haben ja schon so ein paar Fundamente gesetzt. Natürlich wieder in eurer Abwesenheit. Wir sind aber auch echt schlechte Let's Player hier. Naja. Was haben wir hier eigentlich drin? Ach, Statoren, genau. Zwischenprodukt Statoren. Die brauchen wir so gut wie nicht in unserem eigenen Inventar, oder? Die sind hier Statoren? Wirklich... Ja. Brauchen nur für die Weiterverwendung. Fahren wir den nicht so ins Lager? Nee, die fahren hier in diesen Container rein, aber auch nur, wenn wir das aktivieren per temporär. Das ist, es gibt keine Dauerlösung dafür. Ja, nee, die hatten wir doch nur als irgendwie Notlösung mal genommen. Ja, ist richtig. So, lassen wir erstmal so. Ich brauche eine Werkbank und dann gucken wir uns an, wie die schweren modularen Rahmen gemacht werden. So, ich glaube, das wird nicht witzig werden. Witzig ist das hier schon lange nicht mehr. Weil, ja. Also haben wir dafür eine Alternative eigentlich? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir machen die... Oh Gott, ich sehe gerade, es sind 4 Zutaten. Jetzt weiß ich wieder, was das Problem war. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das so lange aufgeschoben haben und wir gesagt haben, ach komm, lass doch erstmal ein neues Lager bauen und vielleicht setzen wir noch einen auf die Gießerei drauf. Stahl müssen wir ja auch nochmal neu machen und Beton. Wir haben uns ja um die komplizierten Dinge gedrückt. Wir brauchen die großen Fabriken jetzt, die 4 Werkstoffe aufnehmen können für die Fabrikatoren. So, da ist mal einer. Was baut man die denn nochmal? Aus schweren modularen Rahmen und 5 Computer. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Computer zuerst automatisieren. Und die Computer werden automatisiert, auch aus 4 Zutaten. Ja, dann müssen wir die ersten Computer noch von Hand craften. Ja, ist so. Dafür brauchen wir Platinen. Platinen brauchen nur 2 Zutaten. Kann ich noch kündigen? Leute, das Spiel wird langsam echt anstrengend. Ja, gut, okay. Aber wir nähern uns schrittweise. Also wir produzieren bereits Gummi und Kunststoff. Für die Platinen brauchen wir den Kunststoff und normalen Draht. Das ist ja überhaupt kein Problem.
Lasst uns also irgendwo eine Platinenproduktion aufziehen. Oder sollen wir wirklich erst die schweren modularen Rahmen machen? Ich würde sagen, erst die modularen Rahmen, oder? Weil ja gut, dann pass auf. Wir müssen ja erstmal tatsächlich uns dann jetzt so ein paar schwere modulare Rahmen und Computer von Hand craften. Okay. Also das heißt, wir müssen also auch ein paar Platinen von Hand machen. Wie viele Computer haben wir? Computer habe ich gerade 10. 10, ja warte, wir haben auch noch welche, da wo der alte Hub stand, da ist noch eine Kiste, so eine Abfallkiste, da sind noch Computer drin. Und ich guck mal kurz nach, der Fabrikator braucht 5 Computer. Vergiss es, brauchen wir gar nicht. Also 5 schwere modulare Rahmen werde ich mal eben herstellen. Also insgesamt haben wir 17 Computer. Okay. Ja, cool. Ich mache eben schwere modulare Rahmen. Und dann bauen wir unseren ersten Fabrikator. Und überlegen uns auch direkt, wohin. Ich glaube, hier auf dem Dach wäre gut, ne? Kannst du mir nochmal sagen, wo Eisenplatten und Beton drin ist? Ja. Da ich ja eine Matrix angefertigt habe, ich wünschte, ich könnte euch hier gerade mal ein Screenshot davon. Ah, Beton sehe ich gerade. Ich brauche nur Eisenplatten. Das ist ja langweilig jetzt. Also Eisenplatten sind im ersten oben auf der rechten Seite. Ja, nee. Doch. Nee, da sind Stahlträger. Ja, von wo zählst du jetzt der erste? Der erste ist vom Eingang aus gesehen, ne? Wo die Waren reinlaufen. Ja, und dann rechts. Mhm. Die erste. Achso, das sind ja die großen Container. Ah. Genau. Ja, mein Fehler. Ich vergesse. Ach, Gott sei Dank, ich dachte schon. Nee, alles. Wenn das Ding jetzt Fehler hätte, dann ist ja gut. Ja, pass auf, dann will ich hier mal eben die zweite Ebene machen, weil wir machen die hier oben auf dem zweiten Dach jetzt, ne? Da sind wir uns aber einig. Ja. Ja, gut, okay. Mein Wohl. Ja. Haben wir denn da auch alle Materialien? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also, die können wir uns ja holen, ne? Das heißt, das wissen wir auch. Ja, niemand hat gesagt, dass es einfacher wird. Ja. Na toll. Weißt du, was ich mir jetzt gerade überlege? Aufzuhören. Nee, so, Leute, also, das war die erste Staffel. Macht's jetzt vielleicht Sinn, mit den intelligenten Splittern zu arbeiten? Ja, aber dafür brauchen wir ja auch Computer, die wir noch nicht haben. Achso, ja, stimmt. Ja, ich habe nichts gesagt, macht keinen Sinn. Ja, wir müssen wirklich gucken, dass wir das, was wir jetzt noch von Hand craften müssen, um dieses Dings hier, ach, ich vergesse den Namen immer, um den Fabrikator zu bauen. Die Sachen, die müssen wir jetzt automatisieren. Die Motoren haben wir, die Kabel haben wir nicht. Kollege, wir haben die Kabel gar nicht. Haben wir das immer noch nicht gemacht? Nein, das haben wir immer noch nicht gemacht. Oh. Ja, genau. So, wir müssen hier auch noch irgendwo hoch, das heißt, ich baue mal eine Leiter. Ja, soll ich dann eben kurz eine Kabelproduktion irgendwo hinstellen? Nein. Ja, wo willst du die denn noch hinstellen? Kabel brauchen wir nur Draht, ne? Kupferdraht, meine ich. Ja, klar. Ja. Dann lass das doch hier oben einfach machen. Wir führen hier eh Kupferdraht rein. Und wir haben so viel Platz noch. Ich würde dann eben hier die Rotorenproduktion würde ich ein bisschen umstellen. Ja. Wenn du hier runter guckst, hier? Nee, Moment, warte kurz. Ich bin sofort bei dir. Ja, wenn du da runter guckst. Achso. Ja, hallo? Nicht zu bauen. Tu es nicht. Ja, ich gucke. Ja, siehst du mich rechts? Ja, guck mal. Ja. Wenn wir die beiden weiter nach da setzen, nach da, wo ich hingucke, nach da. Ja, ja, verstehe schon. Dann haben wir da Platz für Kabel. Was ja, okay. Ja, mach mal. Ja? Ja, weil Kupfer fährt ja hier rein, deswegen meinst du, ne? Ja, genau, deswegen. Und so viel wird hier oben nicht verbraucht, sehe ich gerade. Also da haben wir noch auf jeden Fall genug Kapazitäten nach oben. Sehr schön. Ich hole mir mal neuen Beton. So. Beton ist im zweiten unten. Also 1, 2. Boah, funktioniert das gut, ey. Zack, zack. 2, 3, 4. Ja, und die Encased Industrial Beams brauche ich auch. Das sind, die sind in dritten unten. 2, 3, 4. Davon haben wir recht wenig, fällt mir gerade auf. Wovon? Von den Encased Industrial Beams.